Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zur Besprechung unserer heutigen Handelsideen hier wieder live am Mittwoch. Allen, die hier aus Sachsen zuschauen, einen wunderschönen Feiertag. Genießen Sie die freie Zeit abseits des Jobs, den Sie normalerweise tun. Und ja, schön, Sie hier an dieser Stelle auch begrüßen zu dürfen, ob des Feiertages. Und alle, die hier auch live zuschauen, erst einmal hier Andreas Metello, Steffen, Ludger, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich immer, Live-Zuschauer dabei zu haben. Und wenn Sie eine Frage haben oder einen Wunschmarkt analysiert haben möchten, dann scheuen Sie sich nicht. Gehen Sie ruhig hier in den Chat auf Facebook oder auf GoToWebinar hinein und stellen Sie die ein oder andere Frage, die Sie haben. Die beantworte ich wirklich sehr, sehr gern. Heute geht es, ich habe es in dem Blog bereits erwähnt und auch auf dem kleinen Vortragsteaser hier in Facebook. Wir sprechen über den Chart von Euro, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken und der Bitcoin hat nun mal endlich wieder zur Bewegung angesetzt. Wir hatten ja vor langer, langer Zeit über das Dreieck dort besprochen oder gesprochen. Jetzt ist es endlich aufgenommen worden, es ist gebrochen worden, die bullische Phase ist nun endgültig vorbei, sagt man gestern in den Nachrichten, jetzt geht es endgültig abwärts. Ich frage mich manchmal, wenn man den Chart sieht, wie kann man da noch von einer bullischen Phase sprechen? Aber sei es drum, wir hatten das Ganze hier schon länger short auf der Seite. Gestern kam es nun nach einem starken Rutsch zu einer möglichen kurzen Gegenbewegung, aber gleich dazu mehr in den Charts. Bevor wir in die Charts reinschauen, wie immer der Risikohinweis, Sie wissen das, nehmen Sie das bitte auch zur Kenntnis, was hier steht, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gehen wir auch gleich mal noch rein in die heutige Tagesvorschau. Wir bekommen um 14.30 Uhr aus den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter. Wir kriegen 16 Uhr die Verkäufe bestehender Häuser und um 16.30 Uhr WTI, sag ich nur, da gibt es die Rohöllagerbestände. Gestern wurde ja sehr, sehr schön die Bullenflagge noch einmal bestätigt. Vorgestern ist der erste Ausbruch gekommen, da war es aber relativ volatil. Da ist der Markt wieder in diese Range reingegangen, in diese Flaggenformation, die wir da hatten. Jetzt gestern hat es geknallt. Also es ist wirklich wunderbar, wenn man die Charts richtig liest, was man hier an Bewegungen und Korrekturen gut und gerne mitnehmen kann. Ich freue mich immer, wenn ich Ihnen da das ein oder andere Interessante am Morgen auch zeigen kann. Was gibt es hier heute noch mit der Relevanz von der Nummer 2 um 14.30 Uhr? Hier noch einmal das Thema Investitionen, einmal zivile Investitionsgüter und dann nochmal den Auftragseingang für den Monat Oktober im Bereich der langlebigen Güter. Oben war es die Kernrate. Also das sind Dinge, die fließen hier in diesen Nachrichten einfach zusammen. Ein interessanter Punkt ist 14.30 Uhr, das Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber ich denke mal, da wird es keine bösen Überraschungen geben. Olaf, schönen guten Morgen und auch dir, ich weiß, du kommst aus Sachsen, einen schönen Feiertag. Ich hoffe zumindest, du kannst ihn genießen. So, was steht an den Nachrichten noch an? Wir bekommen um 16 Uhr von der Uni Michigan ein paar Informationen und zwar zum Thema Konsumentenerwartung und zum Verbrauchervertrauen. Das sind ja auch wichtige Daten für uns hier in Deutschland immer. Die gibt es ja auch regelmäßig in Deutschland. Da natürlich nicht von der Uni Michigan, aber wir bekommen die auch regelmäßig und da sehen wir, dass der DAX auch hin und wieder gut drauf reagiert. Solche Sachen gibt es heute dann hier entsprechend um 16 Uhr und dann gibt es hier um die Rohöllagerbestände um 16.30 Uhr nochmal die Infos zu den Rohöllagerbeständen in Cushing, Oklahoma. Das hier zu den wichtigen Dingen aus dem oder für den heutigen Tag. Ich möchte jetzt an der Stelle mit Ihnen noch mal ganz kurz auf etwas von gestern gehen. Wir hatten ja gestern Nachmittag die Informationen rund ums Thema Bau bekommen. Hier hatten wir gestern die Baugenehmigung. Das ist ein wichtiger Sektor für die USA, für die Gesamtwirtschaft. Und hier können wir immer sehr, sehr schön drauf achten. Wenn es hier negative Überraschungen gibt, dann kann das mittelfristig auch für die US-Wirtschaft schlecht sein. Hier haben wir es allerdings so, die Baugenehmigung für den Monat Oktober waren sogar etwas über den Erwartungen. Das war also alles im grünen Bereich. Was ich gestern sehr, sehr interessant fand, ob des starken Rutsches hier beim Öl, gestern gab es ja Informationen zum API, Rohöllagerbestand, da gibt es immer keine Prognosen, aber wir sehen einen Rückgang von 1,5 Millionen Barrel. Das ist schon mal erst einmal ein gutes Zeichen an dieser Stelle für den Ölpreis. Das könnte möglicherweise etwas stützend wirken, wenn wir hier heute beim API auch gute Zahlen bekommen. Rolf,
Einen schönen guten Morgen. Gut, also, damit haben wir die Tagesnachrichten einfach einmal abgearbeitet und wir schauen jetzt einfach mal rein in die Charts. Dazu hole ich mal das Tickmill Trading Tool hier, den MetaTrader, rüber auf den Bildschirm. Jetzt muss ich kurz gucken, er klemmt gerade hier. So, zieh es mal nach unten. Zack, hier haben wir es. Jetzt sehen wir es mittendrin im Bild. Und da haben wir hier den Euro-US-Dollar. Ein Chart, der viel Beachtung findet bei allen hier, die zuschauen, weil wir sind in Europa. Das ist eine sehr, sehr wichtige Währung für uns, gerade hier in US-Dollar. Viele Güter weltweit werden auch mit US-Dollar bezahlt, also auch von uns Europäern. Aus diesem Grund hier der Chart. Wir hatten vor kurzem schon mal über die ganze Situation hier miteinander gesprochen und wir haben etwas sehr, sehr Schönes hier in diesem Chart momentan. Wir sehen hier diesen großen übergeordneten Abwärtstrend und das Tolle ist einfach, wir konnten ja hier drüben an dieser Stelle, das hatten wir damals besprochen, als der Markt hier diesen Aufwärtstrend gebrochen hat, das war sozusagen der Korrekturtrend von dieser Bewegung hier an dieser Stelle, der wurde hier gebrochen, da ging der Markt wieder runter, schön, das Ganze jetzt auch wieder trendförmig, das aktuelle Tief dieses übergeordneten Trends entspricht auch gleichzeitig dem Tief dieses Bewegungstrends hier an dieser Stelle, das heißt, wir haben hier ein Multitrend-Tief, wenn man das mal so sehen möchte, bei der Marke um die 1,12140, bitte hier auch nicht auf die letzte Nachkommastelle so genau nehmen, das sind immer grobe Richtmarken, ne? Da sitzt jetzt keiner da und sagt, okay, an dieser Stelle, der Markt muss jetzt dort drehen oder wie auch immer, das sind grobe Richtschnuren, wo man hier entsprechend den Markt als Drehung erwarten kann oder auch nicht. Was jetzt interessant war, hier oben haben wir das aktuelle Korrekturhoch von diesem Trend, also von diesem untergeordneten Trend. Das ist allerdings auch der aktuelle Trend, der gerade läuft. Das haben wir hier bei 1,15023 und wir sehen hier oben, der Markt ist schön tief in die Korrektur gelaufen und hat gestern eine hervorragende Umkehrkerze gegeben in den Markt hinein. Hat also auch den Aufwärtstrend in der Stunde gebrochen. Das sehen wir ja hier sehr schön in den Tageskerzen, den untergeordneten Trend. Kann man hier mit ein bisschen Übung gut erkennen. Wenn nicht, wechselt man einfach mal in die Zeiteinheit der Stunde. Jetzt sind wir hier runter und jetzt kommt es wirklich drauf an, was der Markt macht. Er hatte ja zwei Möglichkeiten. Entweder er macht hier, wie man das so schön sagt, ein höheres Tief. Also hier steigt an, läuft nach oben, wäre dann Bildung untergeordneter Aufwärtstrend. Danach steht die Marke hier im Raum. Wenn wir hier oben drüber laufen über die 1,15023, dann haben wir relativ schnell die Chance hier mal in Richtung dieser 1,15517 zu laufen, dieses Tageshochs hier. Das heißt dann auch, dass dieser Abwärtstrend gebrochen ist. Das heißt, die Bewegung wäre erst einmal zu Ende und wir könnten hier etwas höhere, tiefere Korrektur sehen. Wenn dem dann so kommt, dann wird hier dieser Bereich hier oben dann interessant werden, was der Markt hier macht. Da können wir hinlaufen, dann können wir auch die Frage beantworten, wenn es hier oben drüber geht, wer nach uns kauft, im Sinne dieses Trendhandels hier nach unten, da haben wir ja die Korrekturhochs, was Absicherungspunkte sind, dann wäre hier ein Anlaufpunkt nach oben hin. Das müssen wir aber erstmal sehen, ob es überhaupt so kommt. Aktuell ist dieses Szenario definitiv nicht vorhanden, das sage ich an dieser Stelle auch ganz, ganz klar. Wir haben hier einen Abwärtstrend und für mich persönlich, ich präferiere hier eher den Handel in Richtung des Trends, das heißt, wir haben jetzt hier die Umkehrkerze von gestern bekommen, warten hier jetzt auf Bestätigung. Wenn das Ganze bestätigt wird und die Kurse weiter nach unten gehen, dann sind hier Anlaufpunkte auf dem Weg zum aktuellen Tief, die Tagestiefs um die Marke von 1,13210, beziehungsweise hier haben wir zwei Tagestiefs sehr, sehr eng aneinander liegen. Das ist hier grob über den Daumen die 1,12654. Wenn das Ding bricht, dann ist der nächste Anlaufpunkt hier unten die 1,112 ungefähr 95. Wo kommt das her? Ich zeige es mal ganz kurz hier drüben. Haben wir aus dem Jahr 2017 ein Korrekturtief dieses Aufwärtsschubs hier, den wir hier sehen. Das ist ein markantes Tief an dieser Stelle, wurde ein paar Mal getestet, dann lief der Markt wieder hoch. Deswegen hier der nächste Anlaufpunkt, wenn das Ganze hier entsprechend nach unten geht. Klassisch aus technischer Sicht. Ich habe das hier an dieser Stelle ja auch immer schon gesagt, man kann viele Dinge benutzen, um entsprechend auch Regionen für die Zielmitnahme entsprechend mitzugeben. Heißt also, Sie können hier auch ohne weiteres mit den sogenannten Fibonacci-Levels arbeiten oder Sie machen einfach hier, wie ich das häufig auch in banaler Art und Weise schon gezeigt habe, wenn das jetzt hier nach unten geht und das entsprechend der Korrekturtiefe gewesen ist, dann nehmen Sie einfach die Korrekturtiefe, packen die hier unten dran, dann haben Sie hier mal grob ein Ziel, wo es auch hinlaufen kann. Also Sie sehen, es gibt diverse Möglichkeiten hier entsprechend Punkte zu bestimmen, wo der Markt hingehen kann, wenn er nach unten läuft. Das Ganze brauchen wir jetzt natürlich erst noch einmal bestätigt. Heute sehen wir ein bisschen Gegenreaktion. Von der Seite her warten wir mal ab, was der Markt hier an dieser Stelle auch spielt. So, dann zum nächsten Währungspaar. Wir schauen auf US-Dollar, Schweizer Franken.
Auch wieder im Tageschart, das sind Sie ja bei mir gewohnt, weil wo Bewegung reinkommt, ist es eigentlich relativ egal, in welcher Zeiteinheit wir das Ganze traden. Hier US-Dollar, Schweizer Franken. Wieder im Tageschart, im schönen Aufwärtstrend gewesen, bis vor 2 Tagen, also letzte Woche Freitag, ist hier dieser Markt nach unten weggerissen worden. Hier war das letzte Korrekturtief des Aufwärtstrends, da sind wir deutlich drunter gelaufen und dann gehalten hier unten in diesem, sag ich mal, Support Band hier in diesem Bereich, wo der Markt hier drüben in den Aufwärtstrend nach oben reingelaufen ist. Das sehen wir ja, da hat der Markt hier unten erst einmal ein bisschen innegehalten, hier oben immer wieder so ein bisschen getestet. Das heißt, so die Marke um die 0,99, 3, 5, irgendwas ist so ein Bereich, wo man Umkehr sehen kann, wo der Markt ein bisschen innehalten kann. Und dieses Innehalten, das macht er ja jetzt. Ja, wir haben hier diese trendbrechende Bewegung nach unten gehabt. Wir haben hier aber definitiv noch keinen Trend an dieser Stelle. Heißt also, wir können jetzt auf Tagesbasis noch von keinen Trends ausgehen. Aber, und das ist ja das Schöne, aktive Händler können sagen, wenn es nach diesem starken Rutsch nach unten innerhalb dieses Bands einen Rebound gibt, dass wir hier so ein Stückchen nach oben ansteigen, also diejenigen von Ihnen, die die Korrektur gerne auch traden möchten, die haben jetzt hier natürlich die Chance. Wenn der Markt hier hochläuft, in den Bereich um dieses Tageshoch hier bei 1, was haben wir hier, 1,00067, das ist das Tageshoch hier drüben, da könnte der Markt ja ohne weiteres hinlaufen. Ne? Rein nur als Korrektur dieser Bewegung. Wenn es wieder nach oben aufnimmt, also sagt, okay, das war jetzt hier nur ein Ausrutscher, da sind ein paar Orders abgelutscht worden, jetzt geht es wieder nach oben in Richtung dieses alten Aufwärtstrends, so what, dann ist es so, dann sind sie jetzt auch schon in der richtigen Richtung unterwegs gewesen. Wichtig ist halt eins, dass wir hier schauen, dass wir untergeordnet auch in die Richtung laufen, das heißt, dass wir uns von den Händlern anzeigen lassen, jawohl, wir wollen hier nach oben, das sehen wir dann auch sehr, sehr schön in den entsprechenden Stundencharts beispielsweise. Da gucken wir auch gleich mal rein, was nach unten hin noch wichtig ist. Wenn wir doch keinen Rebound nach oben bekommen, sondern der Markt sich hier entscheidet, okay, es geht doch nach unten oder es gibt nur eine Bewegung hier seitwärts, also eine Korrektur über die Zeit und dann dreht der Markt direkt wieder runter. Dann haben wir hier auch interessante Anlaufpunkte hier. Erst einmal selbstverständlich, selbsttretend hier drüben das Tagestief von gestern. Das wäre ja natürlich erst einmal eine wichtige Marke. Das haben wir hier ungefähr, ich mache das mal schnell grün, damit wir es als Support sehen, als Anlaufpunkt. Das liegt ungefähr hier unten in dem Bereich von, was haben wir hier, ungefähr bei 0,99, 0,82. Das ist das Tief hier in diesem Bereich. Erster Anlaufpunkt, nächstes Tagestief liegt ein kleines Stückchen tiefer bei 0,98, 987 und dann haben wir hier schon den nächsten Supportbereich, den ich hier dick markiert habe. Das ist auch wieder ein Korrekturlevel dieses Aufwärtstrends hier. Das war der erste Korrekturtief nach dieser starken Bewegung nach oben, liegt hier bei 0,98, 532. Also das mal hier für das aktive Trading und da gucken wir auch gleich mal in die Stunde rein, weil in der Stunde sehen wir hier das Interessante, was ich da gemeint habe. Hier unten in diesem Bereichen gibt es dann häufig erst einmal das Thema Umkehr. Wir haben ja so das letzte Schwüngchen nach unten gesehen. Hier sehen wir so, dass nach unten gelaufen. Hier war so ein bisschen Bewegung. Jetzt haben wir wieder runtergeschoben. Hier hat man so ein Level, wo der Markt jetzt drüber gelaufen ist. Also sachte Tendenzen, dass man sagt, okay, hier gibt es eine Bodenbildung. Hier könnte der Markt tatsächlich rüberlaufen. Wenn wir jetzt hier oben drüber gehen, über dieses Level, was wir hier haben, über diese Marke hier, über den Bereich, dann wäre es interessant zu sehen. Dann haben wir hier einen Rebound. Dann haben wir hier untergeordnet schönen Aufwärtstrend gebildet. Und dieser Aufwärtstrend ist dann für das kurzfristige Trading wirklich gut geeignet. Anlaufpunkte sehen wir dann an dieser Stelle schon. Ich will jetzt bloß mal an den Punkt, wo wir gerade eben sind, hier mal noch die Marke reinmachen. Also hier ungefähr bei 0,99, 587. Wenn wir da drüber sind, haben wir hier untergeordnet diesen entsprechenden Aufwärtstrend und Anlauflevels sind dann, wie schon gesagt, hier der Bereich von 1,00, 067 und dann haben wir hier im Trend nach oben noch ein paar Punkte liegen, die wir abarbeiten können aus dem Trendverlauf der Stunde. Also schön, wie hier auch die Zeiteinheiten entsprechend zusammenfließen. Das kann man sehr, sehr schön fürs Trading nutzen. Wie schon gesagt, immer hinschauen. Wir brauchen hier definitiv die Bestätigung und nicht hier blind reingehen. Warum das so ist, das will ich Ihnen auch mal kurz zeigen. Ich schweife jetzt mal ganz kurz von der heutigen Agenda ab und gehe mal kurz hier in den DAO. Wir hatten den DAO vor kurzem hier an dieser Stelle besprochen. Und da hatte ich gesagt, okay, wenn wir tatsächlich im Tageschart eine Ausbildung eines höheren Tiefs sehen wollen, dann müssen wir hier in der Stunde diesen Trend nach oben fortsetzen, über diese Marke hier drüber hinausgehen. Und als wir morgens in dem Webinar gesprochen haben, tingelte der Markt so ein bisschen hier unten rum. Und da sagte ich, okay, wer jetzt zwangsweise diesen Trend hier traden möchte, der hat gut die Chance in diesen kleinen Zeiteinheiten, wohlwissend, dass wir nicht hier drüber laufen müssen. Das wäre jetzt ein kleiner Schnipsel gewesen. Für all diejenigen, die nach oben hin etwas weiter
traden wollen, das heißt die Chance wahr traden wollen, einen Rebound nach oben zu bekommen, dass der Markt hochschiebt und auf Tagesbasis ein höheres Hoch bekommt, der musste einfach hier an dieser Stelle drauf warten, dass der Markt hier drüber geht. Das hat er nicht gemacht. Das heißt, das Setup hätte locker hier oben liegen können, wäre nie gefüllt gewesen, weil der Markt einfach runtergerutscht ist und Sie sehen ja, was an dieser Stelle jetzt hier auch los ist. Gut, supi, dann gehen wir hier an dieser Stelle natürlich gleich wieder zurück in die entsprechenden Charts und zwar die nächste Handelsidee ist hier im Bitcoin. So, halt, hier müssen wir rein, Bitcoin. Da gucken wir auch erst einmal in den Tageschart hinein, da ist die Stunde jetzt noch nicht ganz so von Interesse. Im Tageschart sehen wir jetzt hier, was ich vorhin auch angekündigt hatte, ja, mal im langen Bild entsprechend hier diesen, ja, dieses Dreieck. Wir hatten es schon x-mal miteinander besprochen. Es lief hier zu, schnäpste wieder nach oben. Man kann das Ganze hier natürlich auch noch viel, viel, viel weiter nach hinten ziehen. Hier über diese Bereiche drüber hinweg. Hier, da kann man es so legen, wie man will. Sie sehen, diese Marken, die sind auch immer etwas variabel auszulegen. Der Chart entwickelt sich ja weiter. Aber Fakt ist eins, wir haben hier definitiv die fallende Oberseite gehabt. Wir haben definitiv hier unten diesen Bereich um die 5.800 US-Dollar als einen Supportbereich gehabt, als irgendwo auch Unterseitenbereich eines solchen Dreiecks hier an dieser Stelle. Jetzt kam es zum Knall. Letzte Woche ging der Schub hier ordentlich nach unten los. Zwischendrin gab es nicht wirklich eine Pause, wo man auch mal einen schönen Rücklauf gehabt hat. Hier sind wir komplett unten durchgelaufen. Das sehen Sie ja selbst auch. Und jetzt mache ich den Chart mal wieder etwas größer, dass wir hier etwas mehr sehen können. Sollte jetzt hier tatsächlich ein kleiner Rebound kommen, eine gewisse Gegenbewegung. Wie schon gesagt, für aktive Trader ist das gut geeignet, für die Swing Trader bei der Dynamik von oben. Naja, man kann es versuchen, aber ich glaube, da schwingt die Hoffnung mit. Das heißt, hier haben wir momentan so viel Druck von oben, dass der Markt deutlich auch noch weiter fallen kann. Deswegen für aktive Trader einen Rebound zu traden, gut und gerne möglich. Müssen wir hinschauen, brauchen wir in der Stunde auf alle Fälle mal die Dynamik auch nach oben. Wir haben hier gestern das Tagestief gesehen bei der Marke von 4.011 US-Dollar. Jetzt stehen wir etwas höher. Wir sind hier hochgelaufen, gestern mal noch etwas vom Tief. Und jetzt kommt es halt drauf an, wenn wir nach oben laufen. Dreht der Markt rum. Dann haben wir hier die Chance, entsprechend mal die Tageshochs, die vorliegenden, anzulaufen bei 4.890 beziehungsweise hier oben dieser Bereich um die 5.600 Punkte Marke. Und dann haben wir hier oben noch diesen Widerstand. Das ist jetzt der Widerstand. Vorher war es die Unterstützung bei ungefähr 5.800 Punkten. Das würde ich jetzt mal nach oben hin ansehen, wenn wir doch einen etwas deutlicheren Rücklauf zur Oberseite bekommen. Nach unten hin haben wir hier die 3.000 $ Marke liegen. Da gucken wir mal kurz in den Wochenchart, wo das Ganze herkommt. Wir müssen hier mittlerweile wirklich in den Wochenchart auch reinschauen. Hier unten, das war dieser Bereich dieses Korrekturtiefs, das wir hier hatten, in diesem Aufwärtstrend, der hier vorhanden gewesen ist. Beziehungsweise hier auch, das ist direkt der Bereich dieses Ausbruchs, als sich dieser Trend hier entsprechend nach oben hin fortgesetzt hat. Und damit wieder zurück in den Tageschart hinein. Das sind die Dinge, die wir hier entsprechend sehen. Und wie schon gesagt, der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite hier definitiv die 3.000. Das heißt, wenn wir jetzt hier schön etwas an Korrektur bekommen, dann kann man also, wie schon gesagt, die Korrektur nach oben traden oder aus der Korrektur heraus wieder nach unten in diesen Abwärtstrend rein und dann entsprechend die Levels nach unten absichern und dann hier die Zielbereiche mal einfach in die Planung bei der Frage, wer verkauft nach uns, mit aufnehmen und das Ganze hier planen. An der Stelle schauen wir auch nochmal in die Stunde rein, weil der Stundenchart gibt uns hier die Möglichkeit, das Ganze zu sehen. Ne? Wir haben hier nicht solche, sag ich mal, hässlichen, leichten, kleinen, dünnen, engen Bewegungen, wo wirklich kaum was geht. Nein, hier haben wir jetzt wirklich schöne, ausgereifte auch Korrekturen, die man immer mal sieht, wo der Markt nach oben gelaufen ist und dann wieder runter. Das sind so schöne Korrekturen hier, wo man dann reinsteigen kann. Das sammelt sich und dann dreht das Ganze nach unten um. Das ist interessant. Sowas brauchen wir und jetzt sind wir hier halt einfach noch in diesem Abwärtstrend. Das heißt, wir stehen hier zwar höher als das Tief gestern, aber dieser Stundentrend ist immer noch intakt und der lädt halt dazu ein, aus seiner Korrektur heraus wieder in Richtung nach unten zu traden, was man dann auch gut benutzen kann. Das heißt, wenn wir hier schöne tiefe Korrekturen haben, können wir schöne Absicherungslevel finden, die Sie auch in Ihr Risikomanagement mit einbauen können, um das Ganze dann Stück für Stück nach unten mitzuschieben. Wie schon gesagt, wenn es drüber geht, wenn der Stundenabwärtstrend gebrochen wird, also dann, wenn wir hier über diese Marke hier oben drüber gehen, das ist der Wert hier ungefähr von, was haben wir hier oben, 4.700 knapp 50 US-Dollar. Wenn wir da drüber gehen, dann ist dieser Abwärtstrend hier erst einmal gebrochen, weil das aktuelle Korrekturhoch ist.
Und dann hätten wir die Chance auf den Rebound und der könnte dann unter Umständen auch ein Stück weit höher führen. Lassen wir uns einfach vom Markt überraschen. So, jetzt schaue ich nochmal eben in die Chats hinein, ob Fragen da sind. Fragen sehe ich jetzt aktuell noch keine. Das heißt an dieser Stelle wieder einen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle. All diejenigen, die das Video im Nachgang auch schauen, viel Erfolg beim Trading. Schauen Sie gerne auch live dabei oder lesen Sie morgens den Blogbeitrag und allen anderen einen guten Trading-Tag. Bitte dran denken, morgen und übermorgen ist in den USA nicht wirklich was los. Morgen haben wir Thanksgiving, übermorgen ist nur ein halber Tag. Da machen die verlängertes Wochenende, wie wir das ja auch machen. Und heute, ich sag mal, wie macht man es denn vor einem Feiertag? Den letzten Tag davor, den zieht man nicht mehr durch wie so ein Bulle, sondern sagt sich, ich mache meine Aufgaben fertig, dass alles schick ist. Es wird alles easy peasy ruhig angegangen. So ist es bei den Händlern in den USA auch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir heute keinen Handelstag mehr sehen, wo wirklich groß Positionen in die eine oder andere Richtung aufgemacht werden, sondern ich gehe einfach von einem relativ geruhsamen Tag dort aus. Es kann die Indizes zwar trotzdem bewegen, aber wir müssen einfach wissen, das Geld geht heute Stück für Stück aus dem Markt schon raus und ja, morgen ist da nichts da und Freitag wird nicht wirklich was dazukommen aus dem US-Markt. Das sollten wir im Hinterkopf haben. Olaf, schönen Tag dir auch. Ludger, wir sehen uns auf der WOT. Da freue ich mich. Ich bin auch auf der WOT. Und ich sag mal, wer auf der WOT ist, kommt vorbei. Machen wir ein Hallo, schwatzen mal ein bisschen, lernen wir uns auch mal persönlich kennen, lernen Sie Tickmill auch mal persönlich kennen, das wirklich tolle Team bei Tickmill, was dahinter steht. Andererseits wären wir hier auch nicht Partner, wenn ich das Ganze auch von meiner Seite her nicht empfehlen könnte. Also schauen Sie bei Tickmill vorbei und ich bin überzeugt, da gibt es feine Gespräche, Vorträge gibt es auch. Ich persönlich halte einen kleinen Eröffnungsvortrag zum Thema Planung für 2019. Was kann denn hier auf uns warten, Rest des Jahres, Anfang 2019? Und am Samstag machen wir dann einen kleinen Workshop am Stand von Tickmill um das Thema Trading Tagebuch. Also es wird spannend. Ich freue mich drauf. Allen eine gute Zeit. Und die, die nach Frankfurt fahren, eine gute Reise. Bis dahin, schönen Tag. Ihr Mike Seidel. Tschüss, tschüss.